Wir sind angekommen in Haren bei Osnabrück. Das ist ganz kurz vor der holländischen Grenze, sozusagen bei Schloss Dankern. Wir wissen noch nicht genau, wir waren noch nicht da. Die Jugendfeuerwehrkinder sind da in Blockhütten untergebracht und wir hier, die ältere Generation, im Hotel in Haren. Und wir gucken uns jetzt das Örtchen hier ein bisschen an, gehen irgendwo eine Kleinigkeit essen und morgen geht es dann erst richtig los. So, das ist unser Zimmer, jetzt nicht besonders spannend. Der Frank chillt schon mal ein bisschen, ist jetzt auch eigentlich schon zu dunkel hier. Das Übliche halt, ne? Fernseher, Schreibtisch, da rechts Schrank, links Bad und geradezu die Tür. Aber das ist ganz, ganz nett. Frank, kannst du da aufstehen? Guten Morgen, die Sonne ist inzwischen aufgegangen, obwohl das ein bisschen diesig ist draußen. Es ist auch erst 7:30. Wir haben aber so einen Kaffeedurst, dass wir jetzt irgendwie schon mal da unten rumschleichen und gucken, ob es vielleicht schon irgendwie Kaffee gibt. Wir treffen uns dann 9 zum Frühstücken mit den anderen und 11 werden wir abgeholt von der Harener Emma. Das ist so eine kleine Lokomotive, die hier durch die Stadt fährt, wo man ein bisschen was gucken kann, was hier so los ist. Mal sehen. Morgens 7:45. Wir haben die Shoppingmeile gefunden. Ich drehe mich jetzt mal um, damit man sehen kann. Das sieht immer sehr witzig aus. Ja. Aber es ist ganz nett hier morgens, ne? So schön ruhig, sonnig, wird ein schöner Tag.
Das war's jetzt mit diesem Vlog aus Schloss Dankern und aus Haren. Ich habe versucht, einiges einzufangen, dass man ungefähr einen Eindruck kriegen kann, wie das hier so ist. Falls ihr Interesse habt, nach Schloss Dankern auch mal zu fahren, in diesem Ferienpark. Ich werde unten noch mal ein paar Adressen verlinken, um dass ihr vielleicht mal gucken könnt, ob das was für euch ist. Also ich würde sagen, also für Kinder zwischen 6 und 16 ist es perfekt. Für kleinere Kinder geht es natürlich auch, da muss man halt ein bisschen mehr gucken, klar. Und für die Großen ist auch was dabei, aber ich glaube, perfekt ist es zwischen 6 und 16. Also hätten wir das gekannt, als unsere Kinder in dem Auto... Hätten wir das gekannt, als unsere Kinder in dem Alter waren, wären wir garantiert doch das ein oder andere Mal hier gewesen. Weil die haben, glaube ich, echt Spaß hier. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss. Ich stelle mir das auch gerade so vor, mal angenommen, in den Zimmern stapelt sich so viel Geschirr, dass hier unten nichts mehr im Schrank ist. Ich würde wahrscheinlich mehrfach meckern und so, ne? Aber wenn das immer wieder vorkommt, da muss man sich ein bisschen Coolness zulegen und ein bisschen Humor. Wahrscheinlich würde ich das Mittag- oder Abendessen oder was auch immer dann auf Papptellern servieren. Mit Plastikbesteck, wenn nichts mehr hier im Schrank ist. Das wäre schon mal ziemlich witzig. Also, Sie müssen das schon selbst.